Hast du schon mal jemals in deinem Leben ein Kind großgezogen? Meine Tochter ist 27, studiert, verstehst du? Und ich muss mich von so einem Monster wie dir, muss ich mir nicht sagen lassen, dass ich Drogendealer bin. Hast du mich verstanden, du Ratte? Und dafür kriegst du von mir jetzt eine rein. Und der weiße Ring wird mich vor dir schützen. Klar, Volker Bellendorf? Klare Ansage, Feierabend. Und du wiederholst es nicht nochmal. Ne? Feierabend jetzt. Bei mir ist Feierabend. So was machst du mit mir nicht, nur weil ich nicht in deinem bekackten Chat mehr wollte und weil du keine Konkurrenz ertragen kannst, Volker Bellendorf, ja? Und meinst, das ist hier dein Revier und du bist der Affe hier im Revier. Du bist ein Scheiß, bist du. Verstehst du? Ein Scheiß bist du. Wir haben das Recht, hier alle Spaß zu haben. Ja, wir dürfen alle in HOs gehen, wie wir wollen. Das habe ich dir ein paar Mal schon gesagt, dass du hier nicht die Rampensau bist, ja? Überzeugt doch mit erfolgreich sein, aber nicht indem du uns hier das Leben schwer machst. Und du hast so viele Menschen, egal wo du auftrittst, ob das damals das SOE war, wo du Menschen das Geld aus der Tasche gezogen hast, ob jetzt später die Dampfer waren, die du platt gemacht hast. Du hast ja immer die Rampensäule gesucht und hast sie platt gemacht, ob es die Modellbaufliegen. Jetzt ist es die politische Szene und du meinst, du machst uns platt. Never ever. An mir kommst du jetzt nicht mehr vorbei, weil du hast öffentlich gesagt, dass ich Drogen deale. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie Drogen gedealt und das kann ich auch beweisen. Du hast sogar gefragt, ob ich dir was zuschicke. Habe ich auch schriftlich, Volker Bellendorf. Hab dir aber nichts zugeschickt. Du hast mir sogar aufgefordert, eine Straftat zu begehen, hast du. Ja? Und ich habe noch viel mehr, Volker Bellendorf. Verstehst du das? Du sagst nicht, dass ich Drogen deale, weil das mache ich nicht. Habe ich noch nie, werde ich nicht. Und du wirst es auch nicht ewig wiederholen, weil da gibt es einen Rechtsrahmen, der mich schützt. So einfach ist es. So. Du wirst das Bescheid. Ich glaube, da werden auf den 18 Monaten noch ein paar Monate extra zukommen. Wer sowas macht, ja, was willst du machen? Ich habe noch nie. Und wie gesagt, du kannst nicht einfach sagen, dass ich Drogen deale, nur weil du mein Scherz gemacht hast, Dennis. Nee, du nicht. Ich hab's wirklich nur witzig gemacht. Ja, eben. Und jetzt behauptet auch noch, dass ich von euch instrumentalisiert werde, dass ihr mich alles schickt. Och, der Arme, der hat hier, ich weiß nicht, ob der schon langsam einen Trilli hat, Paranoia oder so. Der erzählt von irgendwelchen Leuten, mit denen ich Kontakt habe. Der hat Fantasiegeschichten, die wirklich jegliche Realität, fern jeglicher Realität. Da komme ich einfach morgens in irgendeinen Chat, da haben mich die Nazis geschickt. Verstehst du? Ich will einfach mit meinem alten Kumpel Mozart quatschen. Den kenne ich, was haben wir, 17? Den kenne ich seit 6, 7 Jahren. Ich konnte immer mit Herrn Mozart quatschen. Jetzt hängt der Bellendorf dazwischen. Jetzt bin ich plötzlich von den Nazis geschickt. Dann quatschen mich irgendwelche Leute mit Heil und Segen von der Seite an und Herr Bellendorf tut dann so, ach ja, Fanny will, nee, Fanny, es kotzt Fanny, mich einfach an, der manipuliert Fanny, und manipuliert, Fanny, ich habe so die Schnauze voll. Fanny, mhm. Ich soll dir von meinen Anwälten Bescheid geben, ich soll dich vor dir selber schützen, ja. Du willst nicht zu sehr übertreiben. Ja, aber es ist einfach echt, ich habe so die Nase voll, was dieser Mensch allen antut, das kann nicht mehr wahr sein. Ey. Heil und Segen. Ja, Heil und Segen. Was ist denn an Heil und Segen? Der ist ein christlicher Gruß und der macht da Nazi-Gruß draus. Ich liebe Heil und Segen. Ja? Und der macht da echt einen Nazi-Gruß draus. Heil und Segen ist ein christlicher Gruß, Volker Bellendorf. Ich liebe das Wort Heil, ich liebe das Wort Segen. Es hat überhaupt nichts mit Nazi tun. Es ist einfach schön, Menschen Heil zu wünschen, Menschen Segen zu wünschen. Das ist was Wunderschönes. Ja? Ich möchte gerne alle hier im Chat dazu auffordern, nicht aufhören, schon darum bitten, voll rassistisch, nazimäßig, ausländerfeindlich hier auf diesen Kanal, auf dieses Video zu gehen und voll mies, satanisch, nazimäßig, Heil Hitler-Style-mäßig mal einen Daumen nach oben zu geben, wenn es geht. Ja, das machen wir jetzt. Ja. Ja, weil dieser Untermensch, der da hockt, der überhaupt nicht zur arisch-nordischen Gattung gehört, der hat es nicht anders verdient, so richtig miese, fiese Daumen nach oben zu bekommen. Ja, also tut mir mal bitte den Gefallen, oder ihm den Gefallen, wie ihr wollt. Ihr könnt natürlich auch einen Daumen nach unten geben, aber das wäre nicht sehr nett. Naja, wie gesagt, ich habe einfach die gesagt, dass dieser Mensch so viel in das Leben schwer macht. Da muss endlich mal ein Schlussstrich sein. Das kann einfach nicht wahr sein. Wir wollen ja einfach nur friedlich unsere HOs führen und der ist nur am Schaden. Der macht nur den Menschen das Leben schwer. Das kann nicht wahr sein. Das habe ich noch nie erlebt. Also ich bin wirklich, also ich weiß nicht, habt ihr sowas schon mal erlebt? Ich habe sowas wirklich noch nie erlebt. Mein ganzes Leben, nee. Echt nicht. Sowas habe ich noch nie erlebt. Naja, gut.